Haben wir es bald? So. So Leute, da wären wir. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanälchen, Chänchen. Ach, ist das schön. Wir haben so super warm. Richtig, richtig angenehmes Wetter. Ich muss eigentlich zur Arbeit, habe aber noch ein bisschen Zeit. Und ich freue mich einfach wieder auf die sonnige Zeit. Es hat mir so gefehlt. Es hat mir so gefehlt. Es ist einfach Wahnsinn, wie lange und unbeständig, oder beziehungsweise wie lange unbeständig das Wetter im Moment ist. Und wir haben Mitte, Ende Mai. Okay, eigentlich erst Mitte Mai. Aber wir haben noch übelstes Aprilwetter. Heute 20 Grad, morgen 10, Regen, Hagel, Gewitter. Bei diesen Launen der Natur zu fahren. Fährst in Richtung Odenwald, willst ein paar geile Kurven fahren, fängt es an zu regnen, fährst wieder heim, kommt die Sonne wieder raus. Worüber ich heute mal gerne ein bisschen quatschen würde. Zum einen freut mich, dass euch die Daily Drives so gefallen. Das freut mich wirklich sehr, was nämlich bedeutet, dass davon mehr kommen werden. Vielen Dank schon mal dafür. Aber worum es heute wirklich in dem Video gehen soll, ich habe schon mehrere Kommentare von euch jetzt bekommen, weil ihr mich einfach gefragt habt, hey, ganz ehrlich, wie war denn das? Als du von der RC390 Wie war denn das, als du von der RC390 auf die Duke 96 umgestiegen bist? Also quasi von Supersportler auf Naked Bike. Und da kann ich euch ein paar Eindrücke mit auf den Weg geben, die für mich persönlich sehr positiv waren. So, hier ist ein bisschen angenehmer. Ich habe sowieso im Moment so übelst Nackenschmerzen. Ein bisschen nachjustieren die Kamera. Genau, wie ihr alle wisst, habe ich auf der Duke, nicht Duke, auf der KTM RC390 wirklich angefangen Motorrad zu fahren. Was macht er denn? Oh Mann. Was bedeutet, mein allererstes Motorrad war eine Supersportler und ich muss sagen, mir war die doch schon ein bisschen zu klein. Der Kniewinkel, der war echt. Der war echt böse. Gerade mit einer Lederkombi. Ich habe einen Einteiler, mit dem ich hauptsächlich fahre. Da war das schon richtig, richtig heftig. So das erste Kriterium, an das ich mich gewöhnen musste, dass ich eben für den Beginn sehr komisch auf der Maschine gesessen habe. Dann hat sich wahrscheinlich schon rumgesprochen, dass der Sitz der RC ziemlich, ziemlich hart ist. Das weiß eigentlich auch so ziemlich jeder. Aber für mich war es halt referenzlos. Ich bin davor nur das Fahrschulmotorrad gefahren. Das war, was war das denn? Ach genau, eine Kawasaki ER5. Die war auch ein bisschen zu klein. Eben dadurch, dass ich A2 machen musste. Dreht sich einfach jeder nach diesem Teil um, das ist so heftig. Übel, übel, so. Ach ja, in dem Alter waren wir doch alle mal. Die lieben alle dieses Motorrad. Sorry Leute, wir hatten eigentlich ein Thema.
die ganzen kleinen Kiddies haben Schule aus. Ich war früher selbst so einer, der sich so mega gefreut hat, wenn einer mit so einer coolen Maschine vorbeikommt. Aber wie läufst du denn rum? Kindchen. Fasching ist vorbei. So, back to topic. Weiter geht's. Und da ich referenzlos auf die RC gestiegen bin, habe ich mich halt irgendwann damit abgefunden, dass die ziemlich klein ist. Bin 1,82 Meter groß, kann man sagen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich da einfach dran. Oha. Tankstelle ohne Zapfsäulen, cool. Ich mag diese kleine Stadt hier einfach. Ist echt witzig. Nämlich echt mini. So. Ich habe schon übelst abgeschweift. Ich habe abgeschweift, auch lustig. Genug hin und her gefahren, jetzt können wir ruhig mal weiterreden. Alter, ich bin jetzt so viel Blödsinn zusammengefahren, weil ich sonst zu früh wäre. So, jetzt lass uns mal vernünftig weiterreden. Ich krieg heute einfach kein vernünftiges Video zusammen, Leute. Ich glaube, das wird einfach nur so ein behindertes Hin- und Hergefahre. Das wird eine Herausforderung, hier rauszukommen. Oh yeah. Ich weiß, worum es in dem Video geht. 15 Minuten hier stehen und versuchen rauszukommen. Draußen. Ach ja, heute bin ich unproduktiv, Leute. Was ich auf jeden Fall sagen kann, seitdem ich auf der Duke 96 sitze, keine Ahnung, das ist einfach für meine Körpergröße das perfekte Motorrad. Klar, du kannst ruhig noch 10 cm größer sein, du hast noch genügend Platz Richtung Boden. Ich komme jetzt auch nicht press mit beiden Füßen auf den Boden, aber bei 147 Kilo brauchst du das auch nicht. Was mir noch richtig, richtig positiv aufgefallen ist, ist der Leistungsschub. Klar, beides 44 PS Motorräder, weil ich ja noch gedrosselt war. Aber dieser Punch ist hier einfach so viel stärker. Ich denke mal, das hat was mit dem großen Einzylinder zu tun, diese fast 700 Kubik Hubraum. Das ist doch schon eine andere Hausnummer. Das war schon immens am Anfang. Sitzt da, kenne den Durchzug von meiner, wo ich ohne Probleme im ersten und zweiten durchziehen konnte. Ohne dass ich da Traktionsprobleme gekriegt habe, aber selbst hier im zweiten geht das Vorderrad noch hoch bei 60 in der gedrosselten Variante. Im ersten ist es noch heftiger. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das heißt, da musste mein Gashahn, meine zwei, drei Fingerchen hier, mussten noch ein bisschen feinfühliger werden, um das zu dosieren. Also es ist schon was anderes als auf der RC, wo ich obenrum erst richtig Drehmoment anliegen hatte.
und untenrum nicht so viel passiert ist. Was aber für mich als Einsteiger damals völlig in Ordnung war. Da hatte ich gar kein Problem mit. Da war das schon heftig für mich. Fragt mal Miss Ganzjährig. Die fährt noch nicht so lange und ist meine gefahren mal kurz. Und die ist sofort übelst erschrocken, runtergegangen, hat gesagt, nö, bis hier nicht weiter. Soundcheck im zweiten Gang. Krasser Scheiß.